Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von LS17, meine lieben Freunde. Wir werden uns jetzt heute einmal hier so ein bisschen umschauen, was wir denn so alles kaufen können und was es hier in der Umgebung noch so gibt, jetzt mit Geräten, mit denen ich arbeiten kann und alles. Ja, dafür holen wir wieder unser wunderschönes, wunderbares Auto aus der Garage raus. Es wird wieder Zeit, ein bisschen Gas zu geben hier. Das Auto braucht auch mal wieder ein bisschen Auslauf, ja. Das steht die ganze Zeit nur in der Garage und gammelt so vor sich her. Sieht man ja hier auch, ne. Vielleicht könnte es auch mal irgendwie in die Waschstraße, wenn es ja eine geben würde. Ja, dann könnten wir das mal schön sauber machen und dann brettern wir mal hier los. Auf geht's. Oh Gott. Oh nein, dreh ich um. Oh, Junge, Junge, Junge. Alles mit einberechnet. Keine Sorge, Leute. Meine Güte, ey. Junge, Junge, Junge. So fahre ich übrigens auch im echten Leben immer, wenn ich fahre. Ja, vorsichtig hier. Oh Gott, oh Gott. So, sehr schön. Hat ja bestens geklappt hier. So, dann fahren wir mal hier um die Kurve. Ich wollte mir nämlich jetzt mal die BGA anschauen. Ja, die Biogasanlage, die wir hier haben. Wie die hier aussieht auf der Karte. Da bin ich mal echt gespannt. Die wird auf jeden Fall, denke ich mal, ziemlich, ziemlich nice sein, kann ich mir vorstellen. So, und die war, wo war die Biogasanlage hier? Moment, müssen wir mal ganz kurz schauen. Muss mal eben auf die Karte switchen. Die will ich mir definitiv jetzt gerne mal anschauen. Wo war die BGA? Ach, da oben. Okay, da bin ich quasi schon dran vorbei. Kann ich doch einen Marker setzen, ne? Entschuldigen Sie. Ich war hier mal kurz drauf. So, da müssen wir jetzt hier, nee, warte. Nee, die zweite Straße. Doch, ich war richtig. Oh, ich war eigentlich richtig. Ich muss jetzt nur hier so, zack. Ja. Hier ist der Kornspeicher. Da können wir übrigens für den Zug auch verladen. Da werde ich gleich mal gucken, dass wir einmal mit dem Zug auch eine Runde fahren. Ich hatte ja die Brücke hier in der ersten Folge gesehen, über die ich drüber wollte. Hier kann man übrigens auch hinten ins Auto reinladen und so, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Da, und da hinten steht die Biogasanlage. Da brettern wir mal eben hin. Das ist ein Geländewagen, ne? Der macht das alles mit, Leute. Keine Sorge. Der hält das alles wunderbar aus hier. Vorsichtig. So, zack. Rüber über die Schienen. Ja, sehr gut. Dann geht's hier rein. Oh, die sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus. Oh, krass. Okay, das sind die Dinger für die Silage, ne? Zum Trocknen. Was haben wir hier? Hier können wir die lagern vielleicht oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich muss ehrlich sagen, das, oder wird die hier reingeschüttet? Wird, glaube ich, hier reingeschüttet, ne, die Silage. Und dann wird die verarbeitet. Also ich denke mal nicht, dass das hier irgendwo reinkommt. Guck mal ganz kurz hier mal, schauen, ob ich da hochkomme. Ja, komm ich. Keine Ahnung, was hier genau drin ist. Wir schauen uns mal hier eben noch ein bisschen um. Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch was finden. Aber ich glaube, da kommt die Silage rein. Oder kommt die hier rein? Nee, die kommt wahrscheinlich hier rein, ne? Hier entsteht die Gülle. Oder was das auch immer war, dieser Dünger, ne? Ich glaube, das war ja auch so eine Art Dünger, den man verwenden konnte. Meine Güte, ey. Ich habe zu lange keinen LS17 mehr gespielt. Ich muss mir erstmal die ganzen Informationen, das alles wieder lernen, ja? Das ist ganz wichtig. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir da wieder versuchen, reinzukommen auf den aktuellen Stand. Damit wir hier wieder ordentlich loslegen können. Gut, dann fahren wir mal weiter. Oh, da steht ein Bus. Kann man mit dem fahren? Das wäre jetzt krass, wenn ich mit dem Bus fahren könnte. Nee, das geht leider nicht. Schade. Meine Güte, die haben hier so schicke Dinger rumstehen und man kann nichts damit anfangen. So. Dann fahren wir mal hier raus. Und dann gucken wir mal, dass wir hier schön fahren. Irgendwo hier muss das doch sein mit dem Zug, ne? Ich guck mal eben ganz kurz. Ja, da oben, Transportfirma. Ja, okay, da müssen wir einfach wieder hier das Stück zurückfahren, dann da lang und dann da links. Okay, machen wir mal eben. So, zack. Dann fahren wir mal hier lang. Oh. Dann hier gegenüber rein. So, und dann müssen wir jetzt gleich irgendwo da hinten links war's, ne? Hier, ja, genau. Bin mal gespannt. Ich will auf jeden Fall mal mit dem Zug fahren. Oh Gott. Autos machen alle immer so eine komische Drehung, sobald man so ein bisschen leicht in die Neigung geht. Ach, das ist sogar direkt in der Nähe von meinem Hof. Das ist ja geil. Okay, sehr geil. Wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir lang müssen. Oh. Da hinten. Ah, da oben ist die Transportfirma. Bei den ganzen Felsen. Schauen wir uns mal an.
So. Ja, hier schön lang. Wow, 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 wow. Oh, vorsichtig. Haben wir eine Drehung gemacht hier. So, dann fahren wir mal hier oben schön hoch. Oh, vorsichtig. Junge, was ist das denn hier für ein Pfad, ey, den man fahren muss, um da hochzukommen? Hoffentlich kriege ich mal später irgendwie so ein Geländemotorrad oder so. Das wäre geil. Aber ich glaube, ich gehe mal lieber in die Ego-Perspektive, ist besser. Komme ich ein bisschen besser mit klar, wenn ich jetzt hier so einen komischen Weg hochfahren muss. So. Transportfirma, wo ist denn da der Eingang? Moment, ich stelle mal das Auto hier ab. Oh, muss man hier langlaufen wahrscheinlich. So, wo habt ihr denn den Zug hier stehen? Ich würde gerne mal mit dem Zug fahren, wenn es geht. Ich habe hier keinen Zug stehen. Jetzt sag nicht, ich bin hier umsonst hingefahren. Ich wollte mit dem Zug fahren. Wo ist denn der Zug? Moment, was gibt's denn hier noch für Stationen? Getreidespeicher 2. Bäckerei. Und Getreidespeicher. Es sind drei Getreidespeicher. Ich glaube, bei der Sägerei könnte der sein. Da gehe ich mal von aus. Da war ja, glaube ich, auch beim bei Goldcrest Valley. Da stand er immer. Am Sägewerk. Sägewerk Bad Segeberg ist wunderschön anzuschauen. So, dann fahren wir da mal eben hin. Muss ich wieder diesen komischen Pfad des Todes runter hier. Okay, ich hoffe, dass ich hier nie wieder im Leben hochfahren muss. So. Oh Gott. Oh Gott. Vorsichtig. Nicht so schnell um die Kurve, Kevin. Oh je, oh je. Oh Gott. Ich will nicht, dass mein Auto kaputt geht. Mein wunderschönes Auto. Oh. Ja, ich habe das mit eingeplant, hier um die Kurve zu fahren. So. Sehr schön. Das haben wir auch. Ach komm, ey. Wer will schon über den Weg fahren, wenn man hier auch ein bisschen so fahren kann, ne? So, da sind wir schon sehr schnell hier unterwegs. Und dann gucken wir mal. Irgendwo da hinten ging es doch zum Sägewerk. Einfach mal schön hier lang brettern. So, das müsste ja gleich irgendwann hier auf der linken Seite kommen. Und wenn da der Zug ist, dann will ich mal mit dem Zug jetzt noch mal eine Runde fahren über die Karte. Kleine schöne Zugrundfahrt, das wär's doch jetzt. Da ist auch kein Zug. Hä? Wo ist der Zug denn hin? Okay, Leute. Ich muss jetzt eine Sache tun, die euch sonst nicht gefällt, ja. Aber wir müssen herausfinden, wo sich der Zug befindet, Leute. Und das geht nur, wenn wir selbst zum Zug werden mit unserem Auto. So. So werden wir den Zug ganz sicher finden. Ah, irgendwo wird er hier schon sein. Wo ist der Zug? Vorsicht da! Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, da hinten haben wir auch nochmal einen Speicher. Das sieht da so aus, als wenn da was steht. Oh Gott, vorsichtig. Oh Gott, nicht aufs Feld fahren. Will nicht dem Bauer das Feld kaputt machen. Oh, ich glaube, da steht was, Leute. Ich glaube, da steht da. Ja, der steht da, der Zug. Sehr schön. Okay. Sehr gut, wir haben den Zug gefunden. Dann parken wir das Auto mal hier. So. Dann steigen wir mal in den Zug ein und dann wollen wir mal gucken. So, gib Gas, mein Freund. Ey, der sieht ja richtig geil aus. Der ist ja richtig krass. Der ist auf jeden Fall heftiger als aus Goldcrest Valley, der. Der war nicht so krass mit diesen Ventilatoren oben drauf und so. Bin ich mal gespannt, ey. Was kriegt der wohl für ein Tempo hin? Ah, ich glaube, 82 scheint das höchste zu sein. Höher kann der nicht. Weil es gibt ja noch 83. So, dann machen wir mal hier den Automodus an, dass er hier schön mit dem Tempomat fährt. Dann gucken wir uns mal hier die Gegend an. Das sieht doch richtig nice aus. Also wer wäre nicht gerne in so einer Umgebung Zugfahrer oder Lokomotivführer? Finde ich schon ziemlich geil. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz, ganz schick aus. Wow, vorsichtig. Ach so, das ist für mich. Hatte schon Angst, dass jetzt hier ein Auto reinfährt. Ah.
Ah, der eine hat jetzt nochmal Lohn genommen. Der scheint fertig zu sein, unser Hilfsarbeiter. Der hat sich jetzt auch genug abgerackert am Feld. Da werden wir mal sehen. Hier sieht es auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Schon mal eine ziemlich schicke Sache. Ah, vorsichtig hier. Da haben wir die Biogasanlage. Und gleich geht es endlich über die Brücke. Über die wollte ich die ganze Zeit fahren, ja? Auch wenn das für euch vielleicht kein Highlight ist. Ich finde das richtig cool gemacht hier. Bin ich mal gespannt. Was gleich ist. Aber die Strecke kommt mir auf jeden Fall länger vor. Die Karte scheint auch, glaube ich, im Durchmesser von der Größe her größer zu sein als Gold Crest Valley. Natürlich gibt es auch noch durch die ganzen Modifikationen und so etliche Karten, ne, die vielleicht weitaus größer sind. Aber ich finde, die Karte ist schon ziemlich groß. Na, das sieht auch ziemlich cool aus hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber was macht denn die Transportfirma dann hier? Wofür ist sie denn zuständig? Irgendwas kann man da anscheinend entladen. Oh ja, jetzt geht's hier über die Brücke. Geil. Ego-Perspektive. Junge, wie geil sieht das denn hier aus? Heftig. Kann auch hupen, ne? Null. Ja, Mann. Sehr schön. Ich weiß genau, was ich machen werde, wenn Zander dazukommt. Wenn Zander irgendwann hier mit dabei ist, dann werde ich den irgendwie dazu überreden, dass er irgendwo auf einer Schiene wartet und dann werde ich ihn mit dem Zug umrammen. Das werde ich einmal auf jeden Fall mit ihm machen. Das muss einmal sein. Ich weiß noch, wie die Autos weggeflogen sind, wenn man die mit dem Zug gerammt hat. Jetzt schon ein bisschen am Plan hier, was wir mit Zander machen können. Das sieht auch ziemlich krass aus hier. Ich frage mich nur, wenn man jetzt hier zum Beispiel... Ah, okay, da hinten sind viele Bäume. Wollte nämlich gerade sagen, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Holz geht, könnte ich mir das auf der Karte sehr schwer vorstellen, weil hier relativ wenig ist. Wobei ich glaube, die Palmen kann man bestimmt auch abholzen und verkaufen, so wie es aussieht. Das wird, denke ich mal, auch dicke funktionieren. Was ist das denn für ein Gebäude? Ach, das ist ein Einkaufsding. Ja, da fahren wir auch gleich mal hin. Dann werden wir mal gucken, was man hier alles so kaufen kann. Ja, macht schön stehen bleiben. Der Zug kommt. Bleibt ja stehen da. Fahren alle dieses Raketenauto, das gelbe. Cabrio. Und dieses blaue Auto. So. Sehr, sehr schön. Dann sind wir gleich wieder da. Oh, ich sollte so langsam mal die Bremsung einleiten, sonst gehe ich gleich zu weit hinten, wenn ich wieder aussteigen will. Ja, schön langsamer werden, Zug hier. Nehmen wir ein bisschen Tempo raus. Versuch den jetzt direkt perfekt da stehen zu lassen. Oh, 30. Ja, noch ein bisschen langsamer werden, bitte. So. Wie die Deutsche Bahn. Und. Stopp. Perfekt. Perfekt abgestellt hier. Mensch, seht euch das mal an. Der Bahnhof sieht auch aus wie von der Deutschen Bahn. So, dann gucken wir jetzt, dass wir erstmal hinten zum Einkaufszentrum fahren. Das will ich mir nämlich jetzt auch nochmal anschauen mit euch. Und dann gucken wir mal, was es hier auch an Maschinen gibt. Was ist das da hinten noch? Wartet mal ganz kurz, ich guck mal eben auf der Karte. Das ist genau von mir jetzt gegenüber. Wo stehe ich denn gerade? Hier. Ah, okay, das ist der Hafen, ja. Shop. Da haben wir den Shop. Ich glaube, da konnte man auch die ganzen Geräte und so kaufen, ne? Da muss ich jetzt eigentlich nur, wenn ich jetzt hier gleich rausfahre. So. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Ich fahre jetzt gerade in die falsche Richtung. Ich muss einmal drehen. Ach, das ist das Bahngleis hier. Ja, okay, wir müssen einmal durch die Stadt fahren. Durch die große hier. Ah, hier ist die Hühnerfarm. Hier haben wir irgendwie ein Fußballfeld. War da einfach drüber, gar kein Thema. So, durch die Stadt hier. Junge. Also ich habe die letzte Mal schöner in Erinnerung. Sieht jetzt gerade nicht so schön aus. Naja, vielleicht gab es irgendwie ein Fest oder so. Weiß es ja nicht. Also hier sieht es auf jeden Fall schöner aus.
Das erscheint eher so der ärmere Bereich der Stadt zu sein. So. Und dann, ach genau, hier hinten mussten wir ja dann links. Ne? Hier nochmal durch. So. Genau, hier rüber. Oh. Das sah nur so aus, als wenn da 60 drauf stand. In Wirklichkeit war da noch plus 60. Da stand, dass man 120 fahren darf. Also da stand 60 plus 60 km/h. Müsst ihr das Video anhalten, dann seht ihr das. Da stand da ganz klein drunter. So. Vorsichtig. Sehr schön. Da haben wir das Einkaufszentrum. Dann parken wir mal hier. Oh. So, sehr schön. Zack. Junge, das sieht ja auch krass aus. Ja, dann wollen wir mal gucken, was gibt's denn hier Feines? Wie war das denn nochmal mit dem Kaufen? Escape? Nein, ne? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe vergessen, wie man das Kaufmenü öffnet. wie war das denn nochmal? Sonst muss ich gleich nochmal unter der Tastaturbelegung gucken. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach genau, P. Genau, mit P ging es, ja. So, dann gucken wir mal. Erntemaschinen. Häcksler. Zuckerrohrernter, da sind sie. Also, den habe ich momentan, den Lizard, ne? Den habe ich jetzt aktuell. Und ich habe den hier zum Säen von Zuckerrohr. Ne, hier unten muss ich weiter scrollen. Dann gucken wir mal. Okay, da ist der Multirow. Eieiei, ist das ein Monstrum. 349.000 Euro kostet der. Holy moly. Zuckerrohr-Auflieger. Boah, das scheint ein Riesen-Oschi zu sein, der hier. Den hier gibt es auch. Platinum-Expansion, ja. Hier seht ihr auch, woher die Sachen kommen. Finde ich sehr geil. Also da sieht man bestimmt jetzt auch, wenn irgendwas aus einer Mod ist oder so. Gucken wir einfach mal. Nee. Doch, da, Mod steht dann in Rot drunter. Genau. Also hier ist nichts Neues dazugekommen. Dann gucke ich mal, bei den Erntemaschinen ist, glaube ich, was mit dem Platinium-Ding dazugekommen, ja. Jetzt gibt es hier den Bison Super oder wie auch immer man den ausspricht. Das ist ja der, den ich gerade habe. Was, der kostet 105.000? Echt, sind die schon so teuer? Oh, das ist der billigste, ne, den ich da habe. Ja, ich glaube, wenn man auf Gold Crest Valley angefangen hatte, dann hatte man hier den Case gehabt, ne? Der war das, glaube ich. Den hatte ich am Anfang dort. Okay, krass. Feldhäcksler sind da auch neue dazugekommen. Nee, ne? Ja, ich will mal so ein bisschen schauen. Platzierbare Objekte. Da habe ich ja damals auch gerne geguckt, immer, dass ich da schöne Sachen finde mit Mods und allem drum und dran. Da sieht man das auch hier, ne? Da habe ich mir sehr viel mit Mods reingemacht. Weil ich fand das ziemlich cool so, dass man Sachen bauen konnte und so. Aber das gibt es hier anscheinend. Also mit dem Platinum Expansion Pack haben sie nicht viel reingebracht. Gar nichts eigentlich. Schade. Vielleicht kommt da ja nochmal was. Abwarten. Autos. Was haben wir denn da? Das ist auch neu reingekommen, ja. Genau, da gibt es hier noch den anderen Pickup. Dann haben wir hier noch den Land Rover. Den habe ich aber per Mod reingebracht. Alles hier. Ja. Okay, aber so viel krass Neues haben sie jetzt an Geräten hier im Moment, wenn ich das so sehe, nicht dazu gebracht, ne? Kettensägen. Ja gut, da gibt es ja noch immer die, die es schon immer gab. Was haben wir denn hier noch? Traktoren, da werden bestimmt neue bei sein. Das kann ich mir vorstellen. Na, mal gucken, ja, da sind, oh, da sind einige dazugekommen. 1, 2, 3. Ja. Drei Stück, wenn ich sehe. Ja. Ist da denn einer? Okay, der ist nochmal in einer etwas größeren Ausführung drinne. Und dann haben wir noch den MF. Ja, der ist neu dazugekommen. Okay, krass. Da sind auf jeden Fall ein paar schicke Sachen dazugekommen. Ich denke mal, das meiste dreht sich wirklich um die Karte und den Zuckerrohr. Was dazugekommen ist. Der Rest ist alles so ein bisschen so Sonderkram. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne mal Feedback in den Kommentaren dazu schreiben, wie ihr das so findet, was mittlerweile so in diesem Expansion Pack drin ist. Und vielleicht habt ihr ja auch schon irgendwelche Empfehlungen, was ich mir auf jeden Fall anschaffen soll.
Und dann würde ich einfach mal sagen, Leute, das war es eigentlich auch schon von der heutigen Folge LS17 wieder gewesen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück auf den Hof. Ja, da bin ich auch ganz in der Nähe. Da könnten wir jetzt eigentlich... Nee, können wir nicht. Hier ist nämlich ein Zaun. Nee, das lasse ich mal lieber. Sonst hänge ich gleich irgendwo fest hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, ich bin jetzt hier hinten bei der... Nee, nicht bei der Biogasanlage, ne? Nicht die Biogasanlage. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin auf jeden Fall in der Nähe von meinem Hof. Ja. Was ist das denn hier? Scheint auch irgendein Speicher oder so zu sein. Das sieht nach Gülle aus. Hier scheint auf jeden Fall auch Kornspeicher zu sein. Ja, da kann ich... Da sind meine Silos, die vom Hof sind. Ja. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, wo ich alles habe. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part von LS17 wieder. Ich hoffe, er hat euch heute gefallen und vor allen Dingen, dass er interessant war. Jetzt haben wir uns heute nochmal ziemlich genau die Karte angeschaut und wissen schon mal mittlerweile, wo wir hier alles finden und was es alles gibt. Das ist schon echt eine Menge, was es an neuen Stuff hier gibt. Bin mal gespannt, ob noch mehr kommt, also in die Richtung solcher DLCs. Das wäre ziemlich geil. Ich finde das richtig cool, dass sie hier mal wirklich so charakteristisch was Neues reingebracht haben. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part von LS17 wieder. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ich packe hier noch vernünftig ein, keine Sorge. Dem Auto geht es wirklich gut hier. So, Garage zu, dann sieht auch niemand das Ungetüm. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.